Hallo Leute, ich wollte euch jetzt mal meine Meinung zu diesem LP-Krieg sagen. Ich finde, ihr überreagiert etwas damit. Es mag sein, dass vielleicht eine Person was falsch gesagt hat, was Falsches gesagt. Aber ich sage nur eins, Menschen haben Fehler. Und daraus können wir nur lernen. Denn kein Mensch auf der Welt ist perfekt. Dieser sogenannte Krieg, ihr versaut euch doch alles gerade selber. Dieser Krieg wird so lange weitergehen, bis ihr sagen, tut die neue Generation hat gewonnen. Aber ihr seht falsch. Es gibt weder neue noch alte Generation. So sehe ich das zumindest. Denn ich bin ein Impair, der genau dazwischen steht. Denn ich bin seit einem Jahr dabei, auch wenn man auf meinen Account erst sieht, seit November. Ich hatte damals einen Account, der Regan Luigi hieß. Ich habe ungefähr ein oder zwei Wochen nachdem ich Alligator entdeckt habe, also im März, habe ich angefangen. Ich konnte das hier genau verfolgen, wie sich das aufbaut. Und das, was ich jetzt gerade machen tut, das ist nicht okay. Denkt doch mal selber nach. Denkt doch einfach mal nach, was ihr hier gerade abzieht. Roxas hat ein LPR-Forum aufgebaut, wo sich Neulinge Tipps holen konnten zur Aufnahme, zur Ingame-Sound-Aufnahme und sowas. Aber einige haben, anstatt dass sie ihm gedankt haben, einfach nur mit Füßen betreten, ihn beleidigt ohne Grund. Ich geb's zu, ich habe selber mich damals nicht bedankt. Aber ich habe erstmal nur dran gedacht, ein LPR-Forum. Leute, ein LPR-Forum hat er extra für uns aufgebaut. Denkt mal nach, was ihr hier gerade absieht. Es ist egal, welche Person euch eingeredet hat, es gäbe alte und neue Generation. Das, was wirklich zählt, ist, dass wir eine LPR-Community sind. Wir müssen alle einfach miteinander auskommen. Es mag sein, dass wir dass einige von, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht Funk leiden könnte, würde ich auf seine Videos nicht schauen. Aber trotzdem, ist das vielleicht ein Grund, sowas so beleidigend zu werden? Es gibt einige Personen. Ich habe auch schon oft über die neueren Let's Player falsch gedacht. Oft. Aber wenn ich das auch einem gesagt habe, wie zum Beispiel hier in Skype, habe ich mich auch dafür entschuldigt. Wenn das, was sie machen tut, ist nicht korrekt. Ich sag mal, denkt darüber nach. Versucht das einfach abzuschalten. Denn es wurde so oft über die neueren zwar gelästert, aber da habt ihr euch auch nicht aufgeregt. Da habt ihr auch gesagt, ist doch egal. Wir machen unser Ding. Wenn jetzt auf einmal nur bei einer Person was sagen tut, macht ihr so einen Wind drum. Überlegt mal gerade, was sie machen tut. Ihr wurdet schon so oft beleidigt, die Neueren. Aber trotzdem habt ihr nichts gemacht. Ihr habt euch nur gedacht, ist doch egal, wir machen unser Ding. Und jetzt auf einmal, nur weil eine Person was gesagt hat. Ich würde mal sagen, versucht die ganze Sache doch mal zu vergessen, um euch gegenseitig die Hand zu reichen. Denn nur so wird hier alles enden. Alles zum Guten enden. Denn wenn dieser Krieg so weitergehen sollte, dann wird es bald vielleicht keine LPR mehr geben. Dann sind vielleicht alle von der Bildschirmfläche weg. Überlegt einfach mal. Denkt einfach mal dran, dass wir alle LPR sind. Es geht nicht um Ruhm oder um Abonnentenzahlen oder um Aufrufe der Videos. Es geht darum, dass wir Spaß an der Sache haben. Denkt mal darüber nach. Soweit von mir. Ich sag euch noch zum Schluss, versucht miteinander rauszukommen, versucht euch die Hand zu geben. Vergesst die Sache. Tschüss.